begrüße Sie zu unserem heutigen Streitgespräch. Auf jeder Seite haben wir meisterhafte Argumentatoren, die ihre Position optimal vertreten. Das ist Simon Petrus, Professor für Volkswirtschaft an der Stanford University. Er studierte in Oxford und erlangte seinen Doktortitel in Princeton. Für seine bahnbrechende Arbeit in Verbindung von militärischen und ökonomischen Strategien der rationalen Entscheidungsfindung wurde ihm der Nobelpreis verliehen. Das ist Bartholomäus. Sein Werk Wohlfahrt, Wirrwarr, Wofür? Wurde vom Wall Street Journal zum besten Buch des Jahres gekürt. Maria Magdalena ist Psychologieprofessorin an der New York University mit Schwerpunkt auf Religionspsychologie. Jakobus studierte in Berlin und erhielt seinen Doktortitel an der Frankfurter Universität, wo er als Professor lehrt. Philippus ist der Autor von Die Vielfalt religiöser Illusion, einem Buch, das 43 Wochen auf der Bestsellerliste stand und in 27 Sprachen übersetzt wurde. Und last but not least, unser Nachwuchs. Judas besucht noch das katholische Gymnasium. Das Thema unserer Diskussion lautet: Existiert Gott?